Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute ein paar richtig leckere Saunudeln machen. Das Ganze im Dutch Oven. Ich habe wie immer alle Zutaten hier stehen. Die werden wir uns jetzt zuerst angucken. Dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. An Zutaten benötigen wir heute. Da haben wir hier einmal ein paar Nudeln, die müssen wir uns natürlich vorher noch vorkochen. Dann haben wir hier ein Stück Käse, wo wir uns nachher was runterreiben werden. Salz und Pfeffer haben wir hier. Dann haben wir einmal gehackte Tomaten, Tomatenmark, Ketchup, eine Sweet Chili Soße. Hier haben wir dann noch gehacktes. Jetzt kommen wir zum Gemüse. Da haben wir hier einmal ein paar Paprikas, die müssen wir uns schön würfeln. Dann noch Champignons, die müssen wir uns schön vierteln. Hier noch ein paar Zwiebeln, die müssen wir uns einfach nur grob hacken. Und zum Schluss haben wir hier noch eine Zucchini oder sogar zwei, die müssen wir uns einfach nur würfeln. Unsere Zutaten habt ihr gesehen, wie sie vorbereitet werden, habt ihr auch gesehen. Ich werde jetzt die Kohlen durchglühen und dann sehen wir uns gleich am Dutch Oven wieder. Ihr seht, ich stehe wieder am Sogambo, der ist auch schon gestartet. Da werden wir heute wieder drin dutchen. Ihr seht, die Hüllenglut lodert. Dutch Oven ist auch schon drin zum Aufwärmen. Hierbei handelt es sich um den DO9S von Barbecue Toro. Das ist der aus der Mein Dopf, also die Sonderedition. Da werden wir jetzt erstmal schön den Deckel runternehmen. Da werden wir jetzt schön Öl reingeben. Ihr seht, der hat richtig Alarm. Dann nehmen wir unser gehacktes. Und das werden wir jetzt erstmal richtig schön anbraten. Dazu kommen jetzt die Zwiebeln. Auch die braten wir erstmal richtig schön mit an. Und wie immer, was ihr alles braucht, genauen Mengen plus Rezept, wie ihr das machen müsst, steht alles in der Infobox. Jetzt machen wir etwas Pfeffer dran. Dann noch was Salz. Auch das rühren wir erstmal wieder schön unter. Jetzt geben wir was Tomatenmark rein. Wer Bock hat, kann den natürlich vorher auch richtig schön mit anbraten. Ich mache es meistens nicht, ich rühre den immer nur so unter. Jetzt als nächstes machen wir einen Schuss Ketchup dazu. Dann noch einen Schwung von der Sweet Chili Soße. Hier rühren wir jeweils erstmal schön unter. Jetzt kommen noch die stickigen Tomaten dazu. Und zum Schluss das ganze restliche Gemüse. Das heben wir jetzt unter. Jetzt werde ich mal die Riegel so ein bisschen zumachen, mache einen Deckel drauf und dann warten wir, bis das Gemüse richtig schön eingefallen ist und dann geht es weiter. Gute 15 Minuten sind jetzt rum. Wir schauen mal rein. Deckel machen wir erstmal schön beiseite.
Ah, das sieht gut aus. Jetzt rühren wir das Ganze noch mal um. Und jetzt zum Schluss geben wir noch unsere Nudeln dazu, die wir natürlich vorgekocht haben. Wenn ihr die vorkocht, lasst die ruhig noch ein bisschen bissfest, weil die hier noch ein bisschen nachgaren. Die heben wir jetzt vorsichtig unter. Unsere Nudeln haben wir jetzt soweit untergehoben. Da kommt jetzt erstmal der Deckel drauf. Dann werde ich mir den Dutch nehmen, werde den hier vom so Gambo runterheben, werde die Deflektorplatten einsetzen und dann geht's weiter. Dazu nehmen wir Platte 1. Dann kommt vorsichtig Platte 2. Darauf kommt dann natürlich wieder unser Halter für Diverses. In dem Fall der Dutch oben. Dann nehmen wir uns den, setzen ihn wieder hier drauf. Das passt optimal. Umbau ist erledigt. Dutch Oven hat wieder Platz genommen. Jetzt machen wir den Deckel noch mal ab. Dann werden wir jetzt noch einmal kurz durchrühren, die ganze Geschichte. Dass das schön gescheit glatt ist hier oben. Und jetzt nehmen wir unseren Käse und unsere Reibe und hauen da ordentlich Käse oben drüber. Unser Käse hat jetzt auch schön Platz genommen. Jetzt machen wir unseren Deckel drauf. Jetzt müssen wir den Käse einfach nur noch überbacken lassen. Dazu werde ich den so Gambo schließen, weil ich werde das heute so machen. Deswegen habe ich auch umgebaut und die Deflektorplatten eingesetzt, dass von unten nicht mehr ganz so viel Schub an den Dutch Oven drankommt. Wie gesagt, halbe Stunde lassen wir das jetzt in Ruhe. Wer jetzt keinen so Gambo hat, wo er das drin machen kann, oder ein Grill oder was auch immer, der nimmt wie immer beim Dutchen ganz normal Kohlen. Der macht sich halt 5 Stück unten drunter und 9 bis 10 oben drauf und lässt das einfach nur schön goldbraun überbacken. Gute 30 Minuten sind jetzt rum. Wir machen den Deckel auf, gucken noch mal rein. Oh, dampfen tut's wie Bolle. Jetzt gucken wir mal rein. Oh ja, brodeln tut es auch gescheit. Ihr seht, der Käse ist schön geschmolzen. Ich mag das persönlich so am liebsten, weil dann zieht er sich noch richtig schön. Ihr könnt, wie gesagt, den richtig schön braun werden lassen. Ich lasse es jetzt so, mache mir was auf den Teller und dann sehen wir uns gleich beim Probieren. Das Ende vom Video ist wieder erreicht. Wir werden jetzt noch kosten. Das kann ich euch sagen, warum es Saunudeln heißt, weil es einfach nur sau lecker ist. Diese Kombo mit der Sweet Chili Soße, das Gehackte ist, das ganze Gemüse, die Nudeln, hinterher noch der Käse drüber. Geschmacklich ist das Ganze eine Wucht. Ich kann euch wirklich nur raten, macht das so nach. Geht auch gut als Leftover-Rezept, sprich ihr habt irgendwo Nudeln über. Macht ein bisschen Hack dabei, so wie ich es gerade gemacht habe. Backt das über, geht genauso auch im Backofen, muss nicht unbedingt der Dutch Oven sein. Aber darin geht es auch, wie ihr seht. Wie gesagt, macht's nach. Ich kann euch nur raten, es ist super, super lecker. Ich werde jetzt schnell reingehen essen, denn hier draußen ist mir das mittlerweile zu kalt. Wir haben heute richtig Minusgrade. Hat euch das Video gefallen? Würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar, über ein Abo erst recht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.